Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 2 Monaten auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Schütze bitte. Was kommt in den nächsten 2 Monaten auf Schütze zu, bitte? Ich sehe Ameisen vor meinem geistigen Auge. Ameisen. Die Message kommt durch mich. Ich bin hier das Medium. Ich bin hier das Medium. Ich bin hier das Medium. Die Message kommt durch mich. Ich muss es aus meiner Perspektive interpretieren. Ich sage es euch. Jedes Mal, wenn ich eine Ameise sehe, ich hab so Mitleid mit diesen Tierchen. Das ist so hart. Habt ihr mal... schaut mal, in welchem System die leben, was das für ein System ist. Mega hart. Mega hart. Also ich habe immer Mitleid. Die tun mir wirklich leid. Die tun mir wirklich leid. Und okay, du bist hier die Ameise. Du tust mir leid, Schütze. Wurdest du ausgenutzt? Musstest du alles machen? Musstest du ackern und bieten und schleppen und der Mann, die Frau für alles sein? Mir heißt, was ist das, Eierlegende Wollmilchsau? Nee, Eierlegende Wollmilchsau. Ja, das Eierlegende Wollmilchsau. Alles musstest du machen. Die ganze Zeit. Wollen wir mal schauen, was die Karten sagen? Du bist eine arme Sau, das sehe ich. Also du, da gibt es irgendein soziales Konstrukt, in dem du dich befindest. Ja, sei das liebestechnisch, sei das am Arbeitsplatz oder sei das in der Familie. Ja, und es ist ein Konstrukt. Es ist nicht in allen Bereichen. Es ist ein Bereich in deinem Leben, wo du die arme Sau bist. Also es ist vielleicht am Arbeitsplatz und im Liebesleben und in der Familie hast du die Hosen an, okay? Oder in der Familie wirst du so behandelt, aber im Job oder im Liebesleben voll der Checker, voll die Checkerin. In einem Lebensbereich bist du die Ameise. Okay, schauen wir mal. 6 der Schwerter, frag nicht, sagst du. Okay. Ist das Liebesleben betroffen? Sei froh. Sei froh. Liebesleben ist immer fakultativ. Ja, blöd ist es, wenn deine Blutverwandten dich so behandeln oder am Arbeitsplatz, ja, wo du dein täglich Brot verdienst, Kopf. Ja, das ja, ist das Liebesleben. 6 der Schwerter. Okay. Ist das Doppelte von 3 der Schwerter? 3 der Schwerter ist die Karte, wo 3 Schwerter in dein Herz gerammt werden. Ja, okay. Also dein Liebesleben lief nicht sehr gut bisher. Okay, gut, ist jetzt auch nicht wirklich hellseherei, sonst wärst du ja nicht hier. Okay, das ist ja auch, oder? Ich kenne ja mein Klientel. Okay. Es liegt zeitlich zurück, okay. Liegt zeitlich zurück und es ist auch interessant, oder? Das sind Krähen, die dir hier helfen. Also warst auch ziemlich alleine damit. Also es ist nicht so, dass du da dein Liebeskummer mit irgendjemandem geteilt hast oder dass du eben diesen Umstand, dass du hier die ganze Zeit die Verarschte warst, hast du nicht groß mit deinem Umfeld geteilt, wenn dann mit der Natur oder eben alleine durchgemacht, ja, alleine verarbeitet die ganze Zeit. Okay. Oh, mein Auge fällt hier auf etwas. Schau mal. Ich sehe das zum ersten Mal. Da ist ein Stern. Schütze. Siehst du diesen roten Schal? Das steht für die Liebe. Glaube weiterhin dran. Glaube weiterhin an die Liebe. Die Wunscherfüllung ist in Sichtweite. Ja. Die Wunscherfüllung ist in Sichtweite. Ich zeig's dir jetzt. Acht der Münzen. 4 der Stäbe.
Bleibe dabei, Schütze, eine fleißige Ameise zu sein in deinen Liebesbeziehungen. Mit 8 der Münzen wird hier angezeigt, dass du nicht einfach nur blöd bist, dass du nicht einfach nur naiv bist, weil du keine Ahnung von der Welt hast, es ist nicht Dummheit, es ist nicht Naivität, es ist nicht Unerfahrenheit, es ist ganz einfach 8 der Münzen, es ist die Disziplin, die du in eine Beziehung hineinsteckst. Du betrachtest das als die arme Ameise, aber eigentlich 8 der Münzen zeigst du, wie sehr du hinter etwas stehst, das du haben möchtest. 4 der Stäbe, siehst du hier? Bei 4 der Stäbe, lass mich hier, das ist 3 der Stäbe, Moment. Schau mal. Guck. Schau, das hier ist die arme Ameisekarte. 10 der Stäbe. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, jawohl, Schütze, oder lass das sein, mach das nicht mehr, hör auf damit. Aber es ist 8 der Münzen, es ist eine Qualität, die du hast. Eine Qualität, die dich da, schau mal, nach dem Herzschmerz, ja, die Wunscherfüllung. 3 der Schwerter hier, der Stern hier. Es ist eine Qualität, die du hast. Es ist etwas, das als Plus da bei Parship oder was Elite-Partner, ja, das ist ein Plus. Ne? Was sind deine Stärken? Das ist etwas, das dich ausmacht, das ist etwas, das ein Plus ist bei dir, etwas, das man loben kann bei dir, das ist eine Qualität, die du in eine Beziehung hineinbringst. Und der Grund dafür, dass du jetzt mit leeren Händen dastehst, Schütze, ist, dass du dir Menschen angelächelt hast, die diese Qualität nicht hatten. Die hatten nicht diese Disziplin, die hatten nicht diese Hingabe, die hatten nicht dieses Ich will es, also tue ich was dafür. Fuli Lüt. Ich will jetzt gar nicht ansprechen, wie die Beziehung zu den Müttern war da. Was die für eine Beziehung zur Mutter. Hast du mitbekommen, wie die Wäsche immer wieder gewaschen war und gebügelt war? Hast du das mitbekommen? Warum waren die Fenster deines Herzensmannes, ich habe hier vor allem Frauen, warum waren die Fenster eures Herzensmannes sauberer wie meine? Ich habe nicht eine solche Mutter, die da kommt und meine Fenster, warum waren die deines Herzensmannes so viel sauber? Aber ey. Da zweimal zwei der Stäbe hier, apropos Fenster. Glaube weiterhin dran, bleibe so, wie du bist, das ist das Richtige, was du tust. Ja? Wenn du das jetzt änderst, dann bist du falsch und dann kommst du mit falschen Leuten zusammen. Gut, bist bisher auch mit falschen Leuten zusammengekommen, aber 8 der Münzen, es gibt hier draußen, schau mal, 2 der Stäbe hier, ja, das ist der Blick nach draußen in die Welt, ja, die Frage danach, ob es jemanden gibt, der so tickt wie du. Ja? Genauso steht auch jemand an ihrem Fenster, blickt raus in die Welt und fragt sich, ob es vielleicht irgendwo einen Menschen gibt, ja, der so ist wie du. 4 der Stäbe ist hier in Aussicht. Schau mal. 2 Stäbe hier, 2 Stäbe hier. Das ist das, was ich erklärt habe. Du wirst hier schon bald auf jemanden treffen, Schütze, der, die genauso tickt wie du diesbezüglich und wo beide sehr vieles geben, wenn sie jemandem etwas versprechen, ja, und engagiert sind. Okay. Wirst hier Grund zum Feiern haben. Das hier ist bei einer erfreulichen Veranstaltung. Irgendetwas, wo man lacht. Es ist irgendein Ort, wo es positive Stimmung gibt. 4 der Stäbe hier. Sehr wahrscheinlich auch Musik, da wirst du diesen Menschen kennenlernen. Es gibt dort Musik, es gibt dort positive Stimmen, es ist nicht eine Versammlung, wo man zusammen heult, nee, es ist eher lustig, lustig. Bei irgendetwas Lustigem wirst du diesen Menschen antreffen und du wirst dann sehr schnell sehen, dass ihr zwei genau gleich tickt. Okay, genau gleich tickt. Wenn ihr Leidenschaft für etwas habt, dann ergreift ihr euch das und ihr tut das, was nötig ist, um es zu bekommen. Ja.
Page der Schwerter, Ass der Münzen umgekehrt. Vielen Dank für die Info, aber ich bleib vorsichtig. Page der Schwerter ist, wenn du eine Mail bekommst von der Deutschen Post, ja, wo es heißt, klicken Sie hier drauf und zahlen Sie die Gebühr, damit wir Ihr Päckchen zustellen können, und du dann denkst, warte mal, und dann auf die Mailadresse klickst und dann siehst, dass dahinter gar nicht die Deutsche Post steckt. Okay. Page der Schwerter ist, wenn dir eine wildfremde Person da eine Freundschaftsanfrage schickt auf Facebook und du so denkst, warte mal. Ist mir nicht sehr geheuer. Was steckt da dahinter? Page der Schwerter ist, wenn du irgendwas in der Zeitung liest und dir sagst, warte mal, ich muss das hinterfragen. Das da. Du triffst diesen Menschen an bei einer lustigen Veranstaltung, in einer lustigen Umgebung, Musik höre ich, das Minimum Hintergrundmusik wird da vorhanden sein, wirst du diesen Menschen antreffen und deine Reaktion darauf wird sein, warte mal, ich muss das erstmal genau prüfen. Warum? Ass der Münzen umgekehrt, weil ich hier nicht mehr ins Leere investieren möchte. Ich möchte nicht mehr mit leeren Händen dastehen. Ich möchte hier nicht mehr oder wieder schon wieder etwas in meinem Leben falsch anfangen und dann achtmal ackern, nur um dann zurückgelassen zu werden. Also du bleibst dir dann vorsichtig. Okay, das hier ist keine Geschichte, wo du diese passende Person eben antriffst, passend tut dir, ja, wo du diese passende Person antriffst und dann direkt dein Bauchtanzgürtel anziehst, rumtanzt und ihr seid dann happy und du sagst ja, dein Gegenüber sagt ja, nee, ist eine Geschichte von zwei gebrannten Kindern hier. Bin jetzt gespannt, was auf der anderen Seite los ist. Ich werde hier mit diesen Karten Schütze schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.